Alles klar, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3 mit mir, dem Ehrenking, und wieder mal mit dabei. Der Catagno. Ganz genau, so, wir sind jetzt wieder in Varand, Alla, wir sind jetzt hier in der Wüste, bei der Oase. Catagno hat mir gerade den Plan erklärt. Ganz genau. Typ holen, Bitches suchen und dann Morasul wieder zurück. Okay, wo geht's lang? Oder kannst du genau warte, erklären? Warte, nochmal die Karte. Und ich habe noch dazu gelernt und möglichst jetzt nicht in Orientierungssinn verloren. Du musst genau Südwesten. Alles klar. Eigentlich sollte ich dich damit beauftragen, dass du extra die Karte studierst hier in der Umgebung, dass du bei dir zu Hause nochmal hier alles erforscht, um mich richtig leiten zu können. Ich glaube, da habe ich mich nur geirrt. Das ist komischerweise nicht auf der Karte eingezeichnet. Du musst noch ein bisschen weiter Westen mehr. Also. Aber warte, oder siehst du rechts an den Felswänden irgendeine Höhle? Hä? Rechts an den Felswänden. Ach, rechts? Rechts. Da sind Berge, ne? Ja, da sind Berge und hier sind Minecrawler und hier ist irgendwie so eine Ruine oder so, eine Höhle, kleine. Da könnte eigentlich nicht, dürfte eigentlich nicht so viel Interessantes drin sein. Gut, dann gehen wir mal weiter. Die Minecrawler sind nämlich total... Fangen wir die Parts jetzt lieber nicht schon wieder mit so einer Stresssituation an. Nein, bitte nicht. Nein, ich will diese verdammten Mistviecher nicht in meiner Nähe haben, sonst werden sie einfach nur... Sonst ja, Leute, jetzt mal im Ernst, ne? Du hast mir gerade was von Leidenschaft erzählt, von mir aus. Verdammt nochmal, wir labern immer blöd herum, entschuldigen uns und wir wissen einfach nicht, sollen wir hier weitermachen oder zweifeln überhaupt, dass wir hier weiter aufnehmen können. Verdammt nochmal, es ist so widerlich, es kotzt mich langsam an. Wir sagen jetzt einfach, wir nehmen 5 Stunden auf, wie damals. Alles klar, alles gut, alles geschmeidig, bleib mal cool. Nimm jetzt einfach auf. Nein, hier oben rechts ist überhaupt keine rote Zahl. Ich tue nur so. Ich nehme gar nicht auf. So, okay, dann sag mal an, wo geht's lang jetzt? Ja, warte, das ist doch da vorne, geradeaus. Da hoch. Da hoch, okay. Da ist ein Höhleneingang. Oh, ne, boah, du Scheiße, Sonnenkraut, Junge. Verdammte Scheiße, ist das geil. Hast du ja noch nie gesehen. Ich drehe hier durch, ey. Egal, aber die Pflanzen nicht angehört. Das ist Ogerblatt, Junge, Königsdistel. Kaktusblüte, wie ein Sonnenkraut, ey. Ich dreh am Rad, ey. Da ist eine Höhle. Yo, Cave. Cave, Allah. Wie bei Effing. Fucking Effing. Fucking Cave. Genau. Allah, wer ist da? Mongos! Fucked up his life. Was wollt ihr, ja? Oh, so. Gute Entscheidung. Das sind die Lieben. Ja, geil, was macht ihr denn hier? Chillt ihr so? Ich hätte gleich erstmal. Frag doch mal den Boss. Yo, what geht? Bist hier der Herr Obermacker, was? Hä? Willkommen! Merdarion hat uns schon viel über dich berichtet. Wir sind bereit für dich zu kämpfen, Entscheider. Aber noch ist es nicht an der Zeit. Wenn du das Artefakt aus dem Tempel in deinen Händen hältst, werden wir Morasul angreifen. Ach ja, ja, ganz genau. Woher wisst ihr jetzt erstmal, wie ich heiße, wer ich bin, dass ich der Entscheider bin? Hat euch mehr daran irgendwie eine Zeichnung von mir gegeben oder so? Und was ist jetzt mit dem fucking Artefakt, hä? Es ist global bekannt, dass du gerne mal vorbeikommst. Ja, okay, das glaube ich anscheinend jetzt auch. Ja, es ist doch genauso lächerlich. Du gehst da hin und sofort wirst du da so angesprochen. Ich bin halt der Ohrmacker, ey, voller Despot. Wie kannst du mich noch unterstützen? Wie kannst du mich noch unterstützen? Ich kann mein Wissen mit dir teilen. Das ist irgendwie uninteressant. Außer im Kampf. Ja, du kannst würdest eigentlich du direkt zum. Ich könnte ein bisschen stärker guten Bekannten gehen. Ich glaube, wo kann ich nochmal meine Talente nachgucken? Wie viele Dingespunkte ich noch hab? J, K, C. C. Ich habe 39 Lernpunkte. Ich könnte eigentlich wieder an Stärke zulegen oder sowas. Nee, wir wollten uns doch jetzt ein bisschen mehr mit dem Bogen beschäftigen. Echt? Och nö. Jo. Oh Mensch, komm. Hier so ein geiles Schwert, was einfach in so ein Tier reingerammt wird. Ist nicht geil? Alter, oder Meister des Zweihandkampfes, aber das lernst du nur in Ishtar. Das muss ich doch. Ich muss halt das zweite Katana finden und diese Formel oder dieses. Ja, das musst du auch noch machen. Ja, aber keine Ahnung, wo du das findest. Soll ich hier noch Vielleicht kann das mal jemand in die Comments schreiben, der das weiß. Ich glaube, das hat schon mal irgendwer in die Comments geschrieben, aber genau da war es nämlich nicht. Ja, vielleicht weil das wieder so eine zufällig angeordnete Tour war. Ja, irgendwie, das sollte ja
dieser Typ hier in Bensala haben, dieses Rezept oder diese Formel für dieses Tal zu schmieden. Aber der hatte sowas nicht. Wir können. Ja, das war meine Vermutung. Ja, oder deine bei Vermutung. Bei mir, beim Spielstand hatte der das. Dann ist das bei Händlern auch so zufällig angeordnet. Ja, ich glaube, da muss ich auch paar mehr Händler aufsuchen. Ja gut, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, wäre echt geil. So, ich spreche jetzt mal mit Merdarion. Du erzählst hier irgendwelchen Leuten von mir, hast du irgendwie einen Arsch auf oder so? Hä? Jetzt muss ich mich erstmal um Erlaubnis fragen, hä? Ist klar? Gut, dass du gekommen bist. Kennen wir uns? Kennen wir uns? Du weißt doch noch. Ich bin einer der Wassermagier, denen du auf der Insel Korinis begegnet bist. Merdarion, was machst du hier? Ich studiere die Schriften des alten Volkes. Was kann ich für dich tun? Hä, du, das ist nicht mehr Darion, das ist wieder so ein Fake-Typ. Hallo, was heißt denn, was kann ich für dich tun? Warum ist der so fragen? Sollte er dich nicht eher so volllabern dadurch, dass du ihn gefunden hast nach so langer Zeit? Junge, normalerweise müsste so eine Person einem die Lebensgeschichte schlechthin erzählen, wie sie nicht hingekommen sind. Also sofort, das müsste ihm auf der Zunge brennen. Er müsste vor Freude platzen. Oh, ist der Entscheider, Junge, du warst ja echt geil in... Jacken da, ey, du bist echt der coolste Mann. Echt cool drauf bei Gothic 1 und 2. Alter, check, Alter. Genau so muss er das sagen. Check, Alter, Bro, Junge. Ich liebe dich, no homo. Erzähl mir von deinen Studien. Erzähl mir von deinen Studien. Du solltest dir altes Wissen aneignen. Die alte Magie ist eine mächtige Waffe. Ich kann dir nur das geben, was ich gefunden habe, aber in den Ruinen lebt der alte Mesir. Er handelt mit alten Artefakten. Ich habe den Nomaden von dir erzählt. Als sie von deinen Heldentaten hörten, konnte ich sie kaum bändigen. Wenn du vorhast, Morasul anzugreifen, kannst du auf die Hilfe der Nomaden zählen. Sie wollen alle an deiner Seite kämpfen. Egal. Dann können wir, glaube ich, hier abhauen. Wie hat er nichts anderes zu sagen, außer uns irgendwelchen Scheiß beizubringen? Red nochmal mit Kajor, weil ich glaube, du solltest nochmal hierhin zurückkehren, wenn du in dem Tempel warst. Ja, er hat ja irgendwie das von gesagt, aber. Hier steht nur, würdest du mich im Kampf unterrichten und bring mir was über die Jagd bei. Ja, gut, ich wollte dir jetzt nur. Bring mir was über die Jagd bei. Dir jetzt nur von der Existenz dieser Leute hier. Berichten, sage ich jetzt mal so. Jagdgeschick könnte man irgendwie ein bisschen lernen. Was hältst du davon? Nun, ja, du wolltest ja mal einen besseren Bogen führen können. Ich glaube, ein bisschen Jagdgeschick. Aha. Aha. Weiter so. Weiter so. Gut so. So, 20 müssen wir erstmal reichen. So, was habe ich, egal bin ich denn jetzt hier in Jagdgeschick? Ich habe jetzt 181. Klingt auch ganz schnuckelig. Zauberwurzel, geil. Verdammt. Ja, dann kannst du mal bei irgendeinem Jäger gucken, ob du da einen guten Bogen findest. Ja, oh, das ist Tag. Geil. Gut, dann müssen wir jetzt noch ein paar Geschäfte abwickeln. Oh, ja, erstmal hier da. Erstmal hier. Nein, warte. Warte, ich weiß. Ich hab den genialsten Satz überhaupt hier, wenn wir reinkommen. Pass auf, die Ohr ist da hinten, ja? Ja, jetzt kündige es nicht zu sehr an. Hauptsache, ich schicke erstmal eine SMS hier. Du schickst eine. Nein! Meinst du, ich kann hier gleichzeitig laufen und erst mehr schreiben oder was? Drei Arme habe ich jetzt nicht. So. Der ist mit dem müssen wir reden, ne? Natürlich. Wo sind meine Muschis? Wo sind meine Muschis? Wo sind meine Muschis? Was hast du anzubieten? Ich bin Sklavenhändler. Ich handle nur mit den schönsten Frauen des Landes. Sieh dir meine Ware an, dann wirst du sehen, dass ich nicht lüge. Geh ruhig näher heran und sprich mit dem Mädchen deiner Wahl. Double D? Wie menschenverachtend. Double D? Hey du, was schlägst du hier rum? Alles klar. Entschuldigung. Ich soll dir doch nah angucken, hallo? Die Ware austesten hier. Du schleißt herum wie ein Dieb. Kann sein. Hey du! Ja. Schon gut. Mit wem wollen wir reden? mit der wunderschönen. Also, hier Dingens. Jasmin hast du bereits in deinem Besitz, sage ich jetzt mal so. Dann Alima. Und Alima kannst du jetzt noch kaufen. Oh, die wunderschöne Alima. Komm mit mir, Jungs, Mädel. Die schöne Frau.
Welch ein gut aussehender Mann. Bist du ein Händler aus Morasul? Nicht direkt. Schade, ich wäre so gerne die Frau eines reichen Händlers geworden. Die Frau des reichsten Händlers der Stadt zu sein, das wäre etwas für mich, meinst du nicht? Klar. Okay, ich will die olle Bitch mit Double D. Ich möchte Alima kaufen. Oh, ich sehe, du hast Geschmack, junger Mann. Sie wird dir zahllose schöne Nächte bereiten. Der Stadtherr Gonzales selbst hat sie schon einmal ins Auge gefasst. Geh zu ihr. Sie wird dir von nun an folgen. Okay. Warentest. Ich bring dich weg. Gut. Alles klar. So, ich muss jetzt hier leider schneiden. Ich habe ja einige Dinge zu tun. Ja, wir sehen uns dann nachher, wenn ich dann hier fertig bin. Alles klar. Bis dann. Oh, das war ja hier geil, ey. Ordentlich. So, die nächste. Ich bin die schönste Tänzerin des Landes, sagen sie. Ich bin des Tanzens müde. Ich hoffe, ich werde bald jemandem gehören, der nicht nur meine Tanzkünste bewundern will. Ah, nein, nein, dafür bin ich da, du. Ich bring dich weg. Gut. So, entschuldige mich mal. Ich habe hier noch einige Dinge zu tun. Geschäftlich natürlich, versteht sich. Wir sehen uns dann... Ah, ich kann auch zwei... Ach, ja, ich teste mal beide Waren mal hier. Double. Na gut, wobei man sagen muss, dass sie bei Gothic 2 sich dann noch etwas Besseres einfallen lassen haben. Mhm. Bei Risen ist das einfach wegzensiert worden. Schade, schade. Der hätte nicht bezahlt. Nee, warte. Der hätte gefickt und nicht bezahlt. Der Satz ist einfach genial. Gut, gut. Du weißt, Alima hat irgendwie was von einem Händler geschwafelt. Ja, Gonzales ist ja sowas wie ein Händler. Großer Händler. Der König der Händler. Jo. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen in die Stadt rein und holen uns die Belobigungen und Belohnungen und Ruhm, Ehre, Glanz und Gloria und einen Hauch Achselschweiß für die ganzen Aufgaben, die wir gemacht haben. Glanz und Gloria. Ich nehme einen Triple Burger Chef auf Floß. Vierfach tierisch gebraten, extra Käse, etwas Glanz, Gloria und ein Hauch Achselschweiß. Das Rand und zack, zack. Wir sind ein Restaurant oder wie heißt das mal? Wir führen hier nur Nahrungsmittel. Ja, genau, wir führen nur hier Nahrungsmittel. Wir einfach schon nach irgendwie der nach dem vierten extra Dingens schon aufhört zu schreiben einfach. Ja, genau. Kommt lass hier. Mich raten, Winsting, kleiner Salat. Ja, genau. Ah, nicht Siegbert. Wie hieß er nochmal? Blubberbernd. Oh Blubberbernd. Na, Spongy. Ich hab nicht gehört, du hast einen richtig guten Burger. Yep. Und ich hab gehört, du bist pingelig. Yep. Ja, gut, aber wir hätten auch Besseres zu tun, als hier irgendwelche alten, guten alten Serien zu zitieren. Ja. Kann man ein paar Bitches wegbringen. Ich hab ja schon. Jetzt muss ich auch ein bisschen Pause machen, ja, das geht ja nicht. Hallo, bewundere doch mal das schöne Design dieser Stadt. Also da haben sich die Entwickler dann doch irgendwie mal Mühe gegeben. Ja, das Design ist echt geil. Kann ich schon sagen. Ja, doch, doch. Das werden wir ich nicht zulassen. Alles klar. Wo müssen wir hin? Ah, nee, hör mit der verdammten. Was denn? Terminalarchitektur. Die Zuschauer wollen noch was sehen. Ich bin bestens ausgestudiert in diesen, belehrt in diesen Sachen. Das soll einfach nur den Zuschauern. Die Zuschauer erfreuen, so. Die wollen noch was sehen hier für ihr Geld. Okay, ich glaube, dem ollen Typen kann ich nicht vertrauen. Ich muss zu Gonzales selber, um ihm die zu geben. Nachher knattert die ja, rutscht er auch nochmal über die drüber hier. Wir werden sehen. Wegen der Geschenke für Gonzales. Sprich, was hast du anzubieten? Ich bringe eine schöne Tänzerin. Nein! Ich bringe eine schöne Tänzerin. Hä? In der Tat, eine Schönheit. Was denn? Ein gutes Geschenk. Was denn? Oh, ich dachte schon, du hättest auf Jasmin gedrückt. Nein, ist alles gut. Ah, ist okay. Ist alles gut. Meine Fresse. Willst du mich verarschen oder was? Du hättest auf Jasmin gedrückt, ey. Das wäre ein Fehler gewesen.
Da ist ja alles gut. Sie wird ihren Platz an der Seite meines Herrn finden. Soll ich Jasmin nicht wegbringen? Nein, Jasmin muss doch zu Hamid. Moment habe ich nichts. Dann komm wieder, wenn dir was Passendes einfällt. Ich hatte gerade nur so zufällig aus auf die untere geklickt. Wow. Ja, siehst du, Intuition, ne? Ja. So, wo ist der Hamid? So, geh mal hier links. Ja. Um die Ecke. Jetzt schild einer, der heißt Anktos. Um die Ecke. Ah, links. Ist das so ein Vetter? So ein Vetter. Ja, hier ist jetzt die Slave. Bah, das ist ein fetter Sklave. Ne, der kriegt ihn nicht. Er hier. So, und der rechte von den dicken Händlern. Hi. Wir reden später. Ich hab dir jemanden mitgebracht. Die liebliche Jasmin. Endlich ist sie mein. Ich danke dir, Sohn des Mutes. Nimm das Gold und ich verbürge mich für dich bei Gonzales. Sohn des Mutes. Gonzales. Das hat er jetzt sehr spanisch ausgesprochen. Ja. Ein bisschen übertrieben. So. Ja, sehr übertrieben. Dann würde ich einfach mal sagen, sprechen wir nochmal mit dem Typen hier. Oder gibt es irgendwie noch irgendwelche Quests, die wir erledigen müssen, um Gonzales? Folgendes. Jawohl. Ja, also ich würde auf jeden Fall schon mal zu Bandaro gehen. Dem hast du jetzt 3 Quests erfüllt. Der lief doch hier irgendwo rum, hier, der olle Sack. Der Artefaktdieb Yusuf ist entkommen. Genau. Der Artefaktdieb Yusuf ist entkommen. Ach, naja, das spricht natürlich nicht für dich. Aber ich sorge dafür, dass es deinem Ruf nicht schadet. Ich habe Ramirez gefunden. Gut. Wo ist er? Er ist tot. Das wird Ningal bestimmt interessieren. Besser, du erzählst es ihm selber. Also sieh zu, dass Nasib dich reinlässt. Hier ist die ausgesetzte Belohnung. Kafus ehemalige Wachen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich wusste, du würdest es schaffen. Kriegst auch eine fette Belohnung. Gonzales wird stolz auf uns sein. Jo. Auf uns. Auf uns. Uns? Was willst du, hä? Willst du Stress haben? Komm, ich geb dir jetzt Double. Alla. So. Gut, was? Warte. Nochmal rechts. Rechts? Ne, du musst nochmal. Geh nochmal dahin, wo Hamid war. In dieses Viertel. In das Händlerviertel. Dicke Händlerviertel. Ja. Das Viertel der Dicken. Der dicken Leute. Ins Fettviertel. Ins. Schnuckerland. Mit dem redest du mal. Ach, mit dem Ollen hier. Masil. Orknarok ist bei der Ausgrabung. Gut, dann können wir jetzt zum Geschäft kommen. Worum geht's? Also erstmal brauchen wir ein bisschen Gold. Und ich weiß auch schon, wie wir das bekommen. Ich habe da einen Erzrohling. Wenn wir den verkaufen, kriegen wir eine hübsche Summe Gold. Was meinst du? Was verlangst du für den Erzrohling? Nun, du musst wissen, ich habe mir Gold geborgt von ein paar Geschäftspartnern. Mit dem Erz sollte es kein Problem sein, meine 3 Schuldscheine einzulösen. Ich kriege den Rohling und du deine Schuldscheine. Für uns beide ein gutes Geschäft. Was sagst du? Ich sehe mir die Sache mit deinen Schuldscheinen mal an. Gut. Hier ist der Erzrohling. Ich würde ihn jetzt selbst einlösen, aber... Naja, wenn ich damit irgendwo auftauche, kriege ich höchstens einen Bruchteil des Wertes. Verstehe. Alles klar. Erinnerst du dich noch, warum wir jetzt diese Aufgabe für ihn machen sollten? Nö. Ich kann einmal nachgucken. Na, ist schon gut, weil der Typ einen Feuerkelch besitzt. Ach, Kelch. Ah, ja. Okay, wo kriegen wir jetzt hier diesen... Wo kommen wir denn? Du musst ja sowieso noch zu einem der Händler. Du musst jetzt in die Einkaufsstraße. Dance. Wohin? Einkaufsstraße, shoppen. Ja, Mädels, shoppen. Ha. Packt Täschchen ein. Täschchen voll mit Sachen. Erzrohling, wer will Erzrohling haben? Hä? Hallo? Ja, du? Nee, du nicht? Okay. Okay, wer hier? Nee, auch nicht? Okay.
Der kratzt sich gerade am Sack, ne? Auch nichts. Der hier vielleicht, Händler? Ne. Aha, okay, der hier. Nee, die haben schon einen Namen, da Ilia. Ne, Feso. Alles klar, Dicke ist wieder im Geschäft. Alles klar, der Dicke ist wieder im Geschäft. Na also, geht doch. Eine Belohnung sollst du auch haben. Da möchte ich auch drum gebeten haben. Hier, nimm dies. Ich denke, das ist in deinem Sinne. Gutes Gelingen bei den weiteren Aufgaben, die auf dich warten, Fremder. Cool. So, wem soll ich jetzt den Erzrolling geben? Sag mal. Na also. Gib mir. Ja. Ich komme wegen Masils Schuldschein. Augenblick. Ich muss sehen, wo ich ihn habe. Ah ja, es sind 2000 Goldstücke. Das ist ja ein Witz, oder? Oder ich kriege einen Erzrolling von dir. Du weißt von dem Erz? Hey, jeder hier weiß, dass Masil einen Erzrolling hat. Und jetzt schickt er dich, seine Schulden einzulösen. Also, du hast mein Angebot gehört. Brauchen wir den Erzrolling noch irgendwo? Zum Schmieden oder sowas selber? Jemand wird dafür bezahlen. Gib ihm den Erzrolling. Hier ist der Erzrolling. Sehr gut. Und hier ist der Schuldschein. Ich hol dir deine Vase aus dem Tempel. Warte, das machen wir erst später. Alles klar. So, wer hat noch so einen Schuldschein? Wir brauchen jetzt noch zwei Händler. Ich glaube, der Schmied unten vor dem Palast. Ich glaube, der ist auch noch einer dieser Geschäftsleute. Schmied. Also hier ist noch der Wirt, mit dem kannst du auch mal reden. Kann sein, dass er das auch hat, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Schuldschein. Ja. Gib mir den Schuldschein von Masil. Na gut, wie du willst. Hoffentlich weißt du, was du tust. Lass dich nicht von Masil reinlegen. Hier hast du den Schuldschein. Alles klar. Ja, also wenn er uns diesen Feuerkelch nicht gibt, dann gibt's Stress. Klar. Kommst du jetzt darauf, dass es uns hier nicht gibt? Warte, hinter dir. Dreh dich mal um. Lauf zurück. Rechts. Jetzt rechts an diesem Zelt vorbei. Und dann links. Ah, da hinten. Ja, genau. Da ist er doch. Er hier oder? Ne, er hier. Ne, hat er nicht. Ah, wer war das denn noch? Ja, Mensch. Elia, Fesul. Vielleicht Kafu, der Wasserhändler unten. Unten? Was heißt unten? Unten vor der Stadt, erinnerst du dich noch? Das ist ja auch der Typ, dem du das Gold wiederbringen solltest. Keine Ahnung, was du meinst. Geh geradeaus, rechts die Rampe runter. Die Rampe? Was ist denn eine Rampe? Ja, die mit der du, berghoch gekommen bist. Hallo, weißt du, was mir irgendwie auffällt? Wenn du irgendein neues Gebiet entdeckst, dann prägst du dir überhaupt keine geografischen, Details ein. Nicht wirklich, bei dem Spiel ist das etwas schwierig. Gothic 1 und 2 geht das ja noch, aber hier geht das gar nicht. Ja, weil das hier ein etwas realistisches und komplexeres Landschaftsdesign ist. Naja, realistisch, komplex. Ich fand das geil, aber Gothic 1 und 2. Die Wachen sind erledigt. Ausgezeichnet, Vater der Stärke. Natürlich hast du dir eine Belohnung verdient. Wenn du mir jetzt noch mein Gold wiederbringst, kannst du dir meines unendlichen Dankes sicher sein. Hier hast du deine 700 Goldmünzen zurück. Ich danke dir, Vater der Klugheit. Nimm dieses Wasser und einen Teil meines Goldes als Zeichen meiner Dankbarkeit. Meine Gebete begleiten dich auf allen verdorrten Wegen, die du gehen wirst, mein Freund. Der hatte auch keinen Schuldschein. Und auch keinen Schuldschein. Ja. Geh nochmal in die Stadt. Ja. Wer kann das denn sein? Mensch. Vielleicht geh doch nochmal zu Hamid. Vielleicht war der auch einer von den Geschäftsleuten. Ich dachte, der direkt neben ihm steht. Ja, kann ich mal fragen? Ja. So sagt er einem das denn nicht, dass die Tag. Scheiße. Junge. Wir reden später. Nein. Und Assi. Wir reden genau jetzt. Jetzt. Er hier hat den. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Ah. Normalerweise haben das die Frauen früher gesagt, bei Gothic 1, hallo?
Hey, vielleicht. Ach, Mann, wer ist denn das? Alter. Wer ist das jetzt? Welcher Mongo ist das hier, ihr? Glaubst du wirklich? Geh jetzt besser. Säcke. Du solltest meinen Rat annehmen. Hallo. Bandaro vielleicht? Glaubst du wirklich? Bandaro ist kein Händler, sondern ein Kopfgeldjäger. Ja. Der ist wie Samus Aran. Nur mit dem Penis. Genau. Und nicht so High-End-Suit von dem Chozo. Oh, das wäre cool, wenn du mit sowas hier rumlaufen könntest. Das wäre etwas overpowered. Stell dir mal vor, du könntest bei irgendwelchen Spielen wie Battlefield und sowas rumlaufen. Ja, oh, das wäre wirklich overpowered. Yeah! Keine Ahnung, wo hier irgend so eine Type sein könnte. Die haben hier überhaupt keinen Namen. Richtig, hier so Typenhändler ist das hier. Ja, also wir wissen, dass Ilia und Fesul hier sind. Hat Fesul wirklich keinen? Das ist echt komisch. Hier im Gefängnis ist auch keiner. Und Ilia auch nicht. Den haben wir doch gerade einen. Ja, den hast du ja schon einen. Ja, den hast du schon einen aus der Tasche gezogen. Steht das denn nirgendwo im Internet oder so? Schuld und Schein. Ah, warte, geh mal. Hat er dir vielleicht einen Zettel gegeben, wo das draufsteht? Glaube ich jetzt nicht, aber. Guck mal bei mal Schriftstücke. Schriftstücke, Schriftstücke, Schriftstücke. Das war's, glaube ich. Da war's doch, da war's doch. Schuldschein von Masil. Warte, was steht da? Der Besitzer des Papiers hat ein Anrecht auf ein Drittel meines gesamten Vermögens. Ja, toll, davon hast du jetzt zwei. Geh nochmal auf Kreuz. Brief. Auf Kreuz? Auf Kreuz zum Schließen. Ja. Und jetzt? Ah, Mann, ist doch alles scheiße hier. Wer ist denn das? Wer ist denn das hier? Verdammte Scheiße. Geht ja gar nicht klar. Ich rufe gleich alle Leute aus. Welche verdammten Kinder sind das denn noch? Er hier? Er hier? Du? Du! Gib den Schultern her, verdammt nochmal. Nein, Quatsch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Von mir erfährt niemand etwas. Nicht? Ist ja echt interessant. Ja, kann. Aber warum sieh's mal der Schmied nicht? Der hat ihn wirklich nicht. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Nein. Nirgendwo. Warum hat der Typ überhaupt ein Erzrohling? Weil. Baum. Hey, ich kaufe mir jetzt noch eine Assassinenrüstung. Nein, das tust du nicht. Hey, ich kaufe mir so eine Elite-Assassinenrüstung. Das verkaufe ich dir nicht. Ach, halt's Maul. Erst musst du beweisen, dass du würdig bist. Ja, dann sag mal an, wo hier der letzte Schuldschein ist. Ja, ich weiß nicht, du bist nicht würdig. Kannst du nicht mal irgendwie im Internet nachgucken? Ich gucke doch jetzt nicht im Internet nach. Wie dumm ist das denn? Ja, wenn wir hier die ganze Zeit diesen scheiß Händler suchen, ist auch scheiße. Das stimmt. Oh, ich weiß. Ja, sag an. Gonzales ist der letzte Teilhaber. Ach, Junge. Das ist echt ein Arsch auf. Wir laufen hier mindestens, was ist das, 10 Minuten rum. Und du sagst mir jetzt erst, dass es Gonzales ist. Verdammt nochmal. Ja, los, jetzt geh in den verdammten Palast. Bitte mehrere Kommentare. Catania, du bist doof. Ah, jetzt lass mal. Was soll eigentlich immer diese Hetze? Wenn ich nicht wäre, dann würden sich viel mehr User darüber aufregen, dass du irgendwie noch rumhängst in Silden oder was weiß ich. Ja, das stimmt auch wieder. Kann ich mit Gonzales sprechen? Gonzales ist sehr beeindruckt von deinen Taten. Wenn du mich fragst, wirst du es bei den Assassinen weit bringen, wenn du so weitermachst. Danke, das wollte ich hören. Geh am besten gleich zu ihm. Er erwartet dich. Ja, allergeil. So, den letzten Schuldschein, den möchte ich haben. Ist ja glasklar. Nimm die Waffe weg! Her damit! Sofort! Eine kluge Wahl! Komm, setz dich auf deinen verwöhnten Arsch, komm! Komm, ich will jetzt. Warte, Ninga, links, der Magier Ninga, rede mit dem vorher. Ja, okay. Du hast dich also um Morasul verdient gemacht. Dann weißt du bestimmt auch, dass der Assassine Ramirez verschwunden ist. Ich habe Ramirez im Ruinenfeld gefunden. Er ist tot.
Das ist außerordentlich bedauerlich. Die Ruinen sind sehr gefährlich. Doch er kannte die Gefahr. Er konnte sie einschätzen.